So beheben sie Überhitzung und langsame Leistung des Samsung Galaxy J2 Core. So beheben sie eine Überhitzung des heißen Gehäuses des Samsung Galaxy J2 Core. Lösung für Überhitzungs- oder Überhitzungsprobleme des Samsung Galaxy J2 Core. Dies ist das Einsteiger-Smartphone mit Qualcomm-Prozessor und Android Oreo 8.1 Go-Edition. Dies bedeutet, dass die Spezifikationen dieses Telefons sehr begrenzt sind. Um den Verkaufspreis zu senken. In einigen Ländern ist dieses Telefon jedoch immer noch in der Lage, über 4G LTE oder 3G einen schnellen Internetzugang zu ermöglichen. Bei einigen Benutzern treten Überhitzungsprobleme auf. Wir geben Ihnen weitere Informationen dazu, wie Sie das Samsung Galaxy J2 Core kühler machen oder eine Überhitzung vermeiden können. Warum wird das Gehäuse des Samsung Galaxy J2 Core heiß? Obwohl dieses Telefon eingeschränkt ist, verfügt es immer noch über die gleiche Hardware wie Prozessor, GPU, RAM, Speicher, Bildschirm, Sensor und Akku. Dieses Telefon wird von einem Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Prozessor angetrieben. Wenn einige Anwendungen ausgeführt werden, steigt die Prozessortemperatur. Da die Leistung begrenzt ist, führt die Ausführung weiterer Anwendungen nur zu einer Überhitzung oder Überhitzung. Versuchen Sie bitte, zuletzt verwendete Apps zu schließen, um Ihre Multitasking-Arbeitsbelastung zu verringern. Samsung Galaxy J2 Core Hot-Probleme können auch auftreten, weil einige Benutzer ihre Telefone während des Ladevorgangs verwenden. Wir empfehlen immer, vorbeizuschauen, während wir unsere Telefone aufladen. Wenn der Ladevorgang läuft, steigt die Batterietemperatur und wird zeitweise heiß. Wenn wir einige Anwendungen ausführen, steigt auch die Prozessortemperatur. Daher steigt die Temperatur des Samsung Galaxy J2 Core Telefons aus mehreren Gründen. Da in einigen Fällen das Telefon explodiert oder die Akkulaufzeit verkürzt wird. Es gibt andere Gründe, die dazu führen können, dass die Temperatur des Samsung Galaxy J2 Core höher wird, zum Beispiel das Wetter. Ein nicht standardmäßiger Ladeadapter, App-Fehler und Probleme mit niedrigem Signal. So lösen Sie das Problem der Überhitzung des Samsung Galaxy J2 Core. Wie kann man Hitzungsprobleme des Samsung Galaxy J2 Core beheben? Nachdem wir einige der Gründe kennen, warum das Gehäuse unseres Samsung Galaxy J2 Core immer heißer wird, müssen wir einige Schritte durchführen, damit dieses Telefon bei normaler Temperatur funktioniert. Durch die Deinstallation einiger Anwendungen, die Sie nicht verwenden, wird die Leistung des Samsung Galaxy J2 Core Prozessors verbessert. Wir sollten immer alle Anwendungen schließen, die Sie nicht verwenden, da sie im Hintergrund bleiben und weiterhin Ihre Prozessor- und RAM-Ressourcen beanspruchen. Bitte benutzen Sie unser Telefon aus Sicherheitsgründen nicht während des Ladevorgangs. Benutzen Sie unser Telefon nicht an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Um Temperaturprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass wir uns an einem guten Standort befinden, um das Signal abzudecken. Andernfalls sucht unser Telefon ständig nach dem Signal und es wird heißer. Ein zu heller LCD-Bildschirm führt zu weiteren Temperaturproblemen. Halten Sie unser Telefon immer mit dem neuesten Software-Upgrade der Android-Firmware-Version auf dem neuesten Stand. Verwenden Sie immer das Original-Ladegerät und USB-Kabel. Wie kann die Überhitzungswarnmeldung des Samsung Galaxy J2 Core behoben werden? Samsung verfügt über einen eigenen Schutz, um Hardware-Schäden durch Überhitzung oder Überhitzung zu vermeiden. Wenn die Temperatur das Maximum erreicht, zeigt die Überhitzung an,
dass unsere Samsung Galaxy Geräte überhitzen und alle Apps geschlossen werden, bis unser Telefon abgekühlt ist. Eigentlich ist uns diese Warnung sehr wichtig. Wenn diese Probleme auftreten, warten Sie einfach, bis Ihr Gerät abgekühlt ist. Einige Benutzer erhalten diese Warnung jedoch, obwohl das Gehäuse des Samsung Galaxy J2 Core nicht heiß ist. Diese Probleme werden normalerweise durch Fehler im Betriebssystem verursacht. Bitte versuchen Sie, auf die neueste Version zu aktualisieren, um die falschen Probleme mit der Überhitzungswarnung zu beheben. Wenn die Temperatur des Samsung Galaxy J2 Core zu hoch ist, empfehlen wir, es einige Minuten lang auszuschalten, bis die Temperatur sinkt. Danach können wir versuchen, es wieder einzuschalten und die Probleme herauszufinden oder einige Apps zu entfernen, die Sie nicht verwenden. Wenn die Überhitzungsprobleme des Samsung Galaxy J2 Core weiterhin bestehen, sichern Sie bitte alle wichtigen Daten und befolgen Sie diese Schritte, um das Samsung Galaxy J2 Core hart zurückzusetzen oder neu zu formatieren, damit es vom Startzustand aus wieder normal funktioniert. Wie kann die Verzögerung des Samsung Galaxy J2 Core behoben werden? Um schneller und reaktionsfähiger zu arbeiten, Lösung für langsame Leistung. Einfache Lösungen zur Behebung langsamer Probleme bei Samsung Galaxy J2 Core Problemen. Dies ist das Einsteiger-Smartphone mit Android Go. Daher ist es normal, dass einige Benutzer nach mehrmonatiger Nutzung dieses Telefons Verzögerungsprobleme haben, insbesondere nach der Installation vieler Apps. Wir geben Ihnen einige Tipps und Tricks, damit Ihr Samsung Galaxy J2 Core schneller läuft. Warum wird Samsung Galaxy J2 Core langsam und reagiert nicht mehr? Dieses Telefon wird von einem Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Prozessor angetrieben und verfügt über sehr begrenzte 1 GB RAM. Samsung hat dieses Telefon auf den Markt gebracht, um den Verkaufspreis zu senken. Daher funktioniert Samsung Galaxy J2 Core mit Android 8.1 Go Versionen. Der Prozessor läuft ausschließlich auf einem 1,4 GHz Quad-Core Cortex A53 Prozessor mit einer dedizierten Adreno 308 GPU der Einstiegsklasse. Mit Android Go funktioniert es mit Go-Versionen wie Maps Go, YouTube Go und einigen anderen Go-Apps aus dem Google Play Store. Da beim Ausführen weniger als 50 MB RAM pro App verbraucht werden. Wir empfehlen jedoch immer, nur sehr wichtige Apps innerhalb von 16 GB internem Speicher zu installieren. Auf einer anderen Ebene hinkt das Samsung Galaxy J2 Core seit einiger Zeit hinterher. So beheben Sie langsame Probleme auf dem Samsung Galaxy J2 Core. Wie kann man die Geschwindigkeitsleistung des Samsung Galaxy J2 Core steigern und es schneller laufen lassen? Die ersten Schritte, die Sie ausführen sollten, sind ein Soft Reset oder ein Neustart, um temporäre Dateien und den Cache zu entfernen. Normalerweise kann die Geschwindigkeit nach einem Neustart des Telefons schneller werden. Bitte deinstallieren Sie alle Anwendungen, die Sie nicht verwenden. Wir können versuchen, im Menü, Einstellungen, größer als, Apps, die Option, inaktive Apps, auszuwählen. Und dann, deinstallieren, auszuwählen. Einige werkseitig voreingestellte Apps verfügen nicht über Schaltflächen zum Deinstallieren. Wir können sie jedoch deaktivieren, indem wir auf unserem Telefon im Menü, Einstellungen, größer als, Apps, größer als, deaktivieren, auf die Schaltfläche, deaktivieren, klicken. Diese Schritte können auch die Nutzung von RAM und Prozessorressourcen reduzieren. Wenn alle Lösungen die Leistung nicht verbessern, erwägen Sie bitte einen Hard Reset auf die Werkseinstellungen.
Befolgen Sie die Schritte auf der Seite Samsung Galaxy J2 Core Hard Reset, Reformat mit der Hardware-Tastenkombination. Lösungen für langsame Spieleleistung auf dem Samsung Galaxy J2 Core. Dieses Telefon verfügt über einen sehr eingeschränkten Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Prozessor und eine Adreno 308 GPU der Einstiegsklasse. Er kann mit leichten Spielen spielen, aber begrenzte Ressourcen lassen ihn sehr langsam laufen. Dieses Telefon wird zum Spielen empfohlen. Bitte beachten Sie, dass einige Menüoptionen aufgrund der Firmware-Update-Version oder einer anderen Möglichkeit unterschiedlich sein können. Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld unten, um eine weitere Frage zur Diskussion zu stellen.